Willkommen zurück in Star Trekker. Wir sind in Medusa angekommen und da... Welcome to Medusa 6. This is an automated inspection checkpoint. Please be patient while we check for compliance with local regulations. Da werden wir mal eben kurz gucken, dass wir unsere Ersatzteile bekommen. Inspection has concluded. Result is green. Emerald Junction. Und ja, unsere Ersatzteile bekommen. Geschäftszentrum, klingt doch gut. Und die Straße hier soll angeblich dahin gehen. Ja, da kaufen wir unsere Ersatzteile ein und dann ist wahrscheinlich wieder ganz schön viel wenig Geld übrig. Und wir müssen dann auch sehen, dass wir unseren Anzug wieder laden können, das Relais... Die ganzen Relais reparieren, dies, das, Ananas. So. Das gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mit dem uns noch zur Verfügung stehenden Geld. Ansonsten, das andere Problem, was wir haben könnten, ist, dass nicht genug Relais auf Lager sind. Da müssen wir immer so ein bisschen jetzt hin und her fliegen. Vielleicht einen Auftrag machen, dann wieder hier hinkommen, dann wieder andocken, neue Relais kaufen, Auftrag machen, andocken, bis wir genug Relais haben. Ist also hier auch Knappheit im All, ne? Aber hier ist auf jeden Fall jede Menge Geschäftliches zu holen. Hoffe ich nur, dass wir nicht wieder so ganz brutal von der Seite angerempelt werden, wie beim letzten Mal, als wir hier waren. Als einfach jemand hier, ne, alles kaputt gemacht hat. So, wir haben sogar zwei Supplies hier. Starbreak Supplies, eine Auftragsbörse. Tja, jetzt müssen wir da nur irgendwie hoch. Da bin ich ja Gott sei Dank gar nicht zu weit weggeflogen hier. So, dann gucken wir mal. Die beiden Läden hatten ja unterschiedliche Sachen. Ist auch sehr einladend, das Geschäft, ne? So wie das immer hier designt ist. Einfach so eine komische Tür und dann musst du da so rückwärts ranfliegen. So. Dann einmal bitte drehen. Habe ich zu lange gedrückt. Und den Rest machen wir die Kamera. Was bedeuten denn jetzt diese beiden Lampen da? Hier blinken immer mehr rote Lampen. Ich habe ein bisschen Angst. Aber, ne, ohne die Ausrüstung dann schon zu früh Story-Missionen anzunehmen, haben wir jetzt auch gelernt, ist auch keine gute Idee. Gut. Auf ins Handeln, Leute. Wie viel bleibt übrig? Finden wir es raus. So, also hier kosten die 1700. Das ist schon mal günstiger. Und die kosten 125. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und die auch. 3600. Tauschen wir die schon mal aus. Und dann sehen wir weiter. Aber ich nehme an, wir brauchen alle drei, damit der Schutz vollständig ist, ne? Okay, den Anzug schon mal laden. Muss doch die Kontrolllampe jetzt ausgehen? Ja. Da wäre ein Loch. Also gut, da ist ein Loch, aber anders halt. So. Was war denn noch kaputt? Dam, 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 dam. Alles heile? Okay.
ist Strom. Dann packen wir da mal alle Stromsachen rein. In den Koffer daneben packen wir alle Relais-Sachen rein. Ist der jetzt nur, weil ich den abgelegt habe? Boah, Spiel! Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Warte mal, was war denn noch? Also, Anzug, der lädt jetzt wieder. Genau, die Stromschutzdinger, die brauchen wir auch noch. Und wir müssen hier die Gravitationsbatterie tauschen. Wo wir gerade schon mal hier sind. So, was war hier noch drin? Achso, da waren Handelsteile drin. Das ist echt so. Unfassbar. So. Gut. Perfekt. Dann gucken wir mal, was wir noch handeln können und dann nehmen wir eine Mission an. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier sehr günstig? Allgemeine Waren. Und Elektronik ist hier günstig. Zerbrechlich und stoßempfindlich. Genau, den haben wir ausgetauscht. Elektronik und allgemeine Waren. Da ist aber nichts. Mikrostabilisator. Oha. Für 4.300 statt 5.000. Haben wir denn in der Nähe ein System, was teuer Elektronik ankauft? Nicht wirklich, ne? Zählt an den normalen Preis. Ist das hier eine Einbahnstraße? Was soll das heißen? Was ist denn hier? Tödlich. Oh Gott. Elektronik. Ja, die Teile sind halt schön teuer, ne? Dass wir da auch gut was verdienen könnten, aber wir haben keine Abnehmer. Nur für allgemeine Waren und für allgemeine Waren haben wir leider hier nichts Teures. Gut, das heißt, wir fliegen erstmal eine Mission. Ist hier bringt ja auch nichts. Lebensmittel, Getränke. Bringt mich jetzt irgendwie auch nicht weiter. Und hätten wir noch Arzneimittel, können wir die hier verkaufen. Na gut. So, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal einen Auftrag an und dann fliegen wir ihn zurück in der Hoffnung, dass der Laden sich wieder aufgefüllt hat. Ne? Das ist der Deal. So machen wir das. Beziehungsweise haben wir noch einen anderen Laden hier gegenüber. Den können wir auch immer anfliegen. Wo wir gerade schon mal hier sind. Immer der mehr Glück. Ja, Auftragsbörse ist auch direkt hier. Also da, so gesehen, ist dieses Gebiet schon sehr, sehr schön, ne? Huch. Oder diese Region, dieser Cluster, dieser lokale Haufen. Alright. Open Sesame! Klappt immer wieder. Ja, die haben wir vielleicht noch ein paar. Gucken wir mal. So. Nächste Ladung. Oha,
Oha. Okay. So, was haben wir? Die brauchen wir auf jeden Fall, ne? Für Ersatzteile. Dann den hier. Das ist etwas teurer als gegenüber. Okay, das machen wir erstmal. 2100, dann haben wir erstmal unser Ersatzteil-Ding gelöst, ne? Sag mal, die schmeißen die Sachen in der Schleuse runter. Gehen die dabei schon kaputt? Ich frag für einen Freund. So. Nee, das halten sie aus. Sehr gut. So, dann packen wir die mal da rein. Sehr schön, wenn die Sachen in den Hartschalenkoffern trotzdem beim Handeln verfügbar wären, weil... Es ist ja Inventar, von dem wir wissen, dass es da ist, ne? Und dass es dann einfach nicht angezeigt wird, es gibt jetzt so gesehen keinen Sinn eigentlich. So, dann werden wir zumindest schon mal unser Problem gelöst, dass wir defekte Teile haben. Das geht jetzt alles wieder. Gut. Jetzt können wir noch handeln, wenn wir wollen. Weil hier, die hatten ja ein paar mehr Waren, ne? So, was haben wir noch? Ja, ein Hartschalenkoffer. Komm, auf jeden Fall noch einen, ne? So. Notfallbedarf. Arzneimittel sind hier teuer. Elektronik und allgemeine Waren sind hier günstig. Mechanische Teile. Das Problem ist, wir haben keinen Abnehmer dafür, ne? Allgemeine Waren 4%. Chemikalien. Okay, Chemikalien können wir reichlich kaufen. Hier, Putzmittel 200. 500 ist aber nicht günstiger. Wie komme ich denn jetzt drauf, dass die Chemikalien hier günstiger sind? Allgemeine Waren und Elektronik gerade wohl. Und Lebensmittel vielleicht. So, allgemeine Waren und Elektronik, nein. Allgemeine Waren, Elektronik, nein. Allgemeine Waren wäre hier, Elektronik auch nicht. Es wäre auch sonst zu einfach, ne, wenn es nur ein Sprung wäre. Aber wenn wir Chemikalien hier zum normalen Preis kriegen und Atlas Prime für 26% plus, wäre auch nicht schlecht, ne? Putzmittel 200, Sprit 500. Wollen wir das Risiko mal eingehen? Was wiegt das denn? 60 Kilo? 8 Kilo. So, für 400 eingekauft. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Das heißt, wir können jetzt ganz normal einen Auftrag annehmen. Auftragsbörse ist ja auch in der Nähe. Und zwar direkt nach, ja, Atlas Prime, ne? Vielleicht haben wir jetzt auch einen Doppeltraktionsauftrag. Das wäre ja cool. So. Da wollen wir hin. Ist schon irgendwie cool, ne, wenn die alle Sachen auf einem Haufen sind. Ich habe ein ungutes Gefühl. Bewegt mich nicht. Okay, er ist nicht in mich reingerauscht. Glück gehabt.
So. Das seht du alles sehr gut aus. Ja, Gas und Bremse verwechseln, wie es mir in der ersten Folge dieser zweiten Staffel passiert ist, ist ja auch häufig wirklich so eine Unfallursache, hätte ich mal gesagt, ne? Ansonsten Purity wäre noch eine Option, ne? Ja, mal gucken. Warte, warte mal, habe ich gar nicht geguckt. Arzneimittel, Elektronik, okay, das wäre... Ja. Wir schauen mal, was es gibt. Zwei Anhänger. New Aspen. Ach, jetzt kommen auch diese... Aber es scheint so, als wenn das... Oh, als es scheint so, als wenn das immer mehr Aufträge auch würden, ne? Also ich hatte die Sorge, dass wir uns die Aufträge einfach rausnehmen. Aber ich möchte noch Atlas Prime was haben. Haben wir aber nichts. Okay. New Aspen sind 4 Sprünge. Emerald Junction wäre ein Sprung. Für 1400. Und der hier wäre für 3200. New Aspen. Ach so. Ist in diesem Gebiet drin? Nein. 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 Kommt ja gar nicht in die Tüte. Das machen wir nicht. Mhm. Ja, 4 Sprünge. Ein Sprung. Zwei Sprünge nach Purity, das könnten wir machen für 2000. Das machen wir. Gut. Ja, also wir müssen jetzt ein bisschen Mission machen und XP bekommen, damit wir diese ganzen Sachen skillen können, die uns möglicherweise helfen. Beziehungsweise nicht skillen, sondern dass wir Geld haben, um den Truck aufzumotzen gegen diese Unwäglichkeiten, die wir in diesen Blitzdingsgebieten haben. Ich meine, wir haben jetzt 3 komplett neue Batterien eingesetzt. Da habt ihr gesehen, wie schnell sie sich verbraucht haben. Und ich nehme an, dass wir in einem Pimp-Shop, in Pimp My Ride-Shop, Upgrades kaufen können, die uns ermöglichen, ein bisschen mehr Widerstand gegen diese Blitzdinger zu haben, von denen wir wahrscheinlich bis jetzt noch gar nicht wussten, dass es sie gibt und deswegen beim Kaufen der Upgrades gar nicht drauf geachtet haben, ob es das gibt. Wir haben mal so ein bisschen geguckt gegen Stoß, Erschütterung, Mikrometeoriten und sowas. Haben wir jetzt ein bisschen stärkere Hülle. Und das ist auch alles gut und schön. Dann kann man wahrscheinlich noch so Antriebssachen und Manövrierbarkeit und so. Hätten wir dann wahrscheinlich auch. Aber auf sowas wie... Auch sowas wie Blitzdings, das kannten wir noch nicht, deswegen haben wir da gar nicht drauf geachtet, ne? Und daher und deswegen kommt uns das jetzt sehr gelegen. Brauchen wir also erstmal wieder ein bisschen mehr Güllen und dann können wir uns ein bisschen was mehr kaufen. Wir hatten ja nicht. No, wir hatten ja nicht. So, ich hoffe, es ist der richtige. Ich soll auch mal aufpassen hier. Und nicht sofort die Fracht beschädigen. Und dann fliegen wir der Sonne entgegen. So, wo müssen wir denn hin? Da oben. Das will ja ganz komisch fliegen, das freut mich ja. Was ist das denn?
Ein Gabelstapler in Space? Es sieht fast so aus, ne? Es ist schon irgendwie, es ist schon schön. Es ist schon schön. Und wir müssen wieder Ziegelstein transportieren, als wenn wir irgendwas angestellt hätten. Ja, und wenn wir mit dem Handel, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen an Bord. Das müssen wir noch loswerden, damit wir auch mit teureren Sachen handeln können, die... Naja, aber die Preisschwankung, ihr habt es gesehen, ne, in den Gebieten hier, das geht aber immer so halbwegs. Wir müssen in die weiter äußeren Gebiete. Das heißt, wir müssen den Truck irgendwie aufmotzen, um das zu ermöglichen. Ich wollte auch mal probieren, mit dem Controller zu spielen, fällt mir gerade ein. Also ich habe das ein bisschen für mich mal probiert, aber so im Let's Play dann auch. Aber jetzt erstmal... Auf nach Atlas Prime mit unseren Ziegelsteinen an Bord. Aber es ist trotzdem, es ist ein cooles Spiel, da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Und wie gesagt, ne, ein Zwei-Mann-Projekt, das ist schon sehr, sehr gut. Können wir auch direkt durchreisen, ne? Also wir müssen ja jetzt nicht auf irgendwas Rücksicht nehmen. Also sowas wie, dass wir jetzt unterwegs noch irgendwas abladen müssten oder so, brauchen wir nicht. Dann... Da... Aber diese Straße geht nicht dahin, oder? Wir müssen da unten die Straße erwischen, glaube ich. Können wir einfach hin? Oh, und wir müssen gucken, Fuel, ne? Wenn wir da hinten sind. Oh. Zu spät gesehen. In Gedanken woanders gewesen. Nicht mitgedacht, Fracht beschädigt, Abzüge bekommen. Ärgerlich. Da haben wir jetzt einen neuen Hartschalenkoffer. So. Jetzt sind wir genau hier reingedeppert. Schön frontal hier. Na komm. Aber ich bin froh, dass wir eine ganze Zeit lang noch überlebt haben, auch in dem gefährlichen Gebiet. Dieser Trick mit dem Anzug ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Dass man sagt, wir gehen in den Anzug rein, wenn die Umgebungstemperatursgeschichten aus irgendeinem Grund es nicht tun. Dass man sich in dem Anzug dann zumindest jetzt... Au, verbrannt. Au, au, au. Dass man sich da zumindest eine Zeit lang in Sicherheit bringen kann. Ist das eigentlich schon nicht schlecht, ne? Oh, wir müssen dieses Ding so reparieren. Die gesamte Hülle besteht aus Ersatzteilplatten. Das tut mir schon so ein bisschen... Der tut mir auch ein bisschen leid und weh. Das ist ja wirklich... Das ist ja... Junge, Junge, Junge. Eigentlich genug Batterien, dass wir demnächst nochmal Strom kaufen. Warte mal, können wir tanken mit Anhänger? Ja, ne?
Weil ich sehe das gerade, das ist ja eh gerade hier auf dem Weg. Ich kann auch durchfliegen. Gucken wir mal. Einbahnstraße ist es nicht, ne? Ne. War ein bisschen tief, glaube ich. So. Oh, hier ist. Ich würde sagen, der Sprit ist hier teuer, aber nö. Ist das eine Servicepauschale? Hallo, was ist denn? Wieso war das so teuer? Ich könnte dann einen 2000er Auftrag haben, sonst. Puh. Also wir müssen mal gucken, dass wir Geld ranholen, damit wir die Truckverbesserung machen, die dazu führen, dass wir weniger Sprit verbrauchen und weniger Wartungsdings haben. Aber ist die Frage, ne? Was machen wir als erstes? Weil in den neuen Gebieten können wir viel mehr Geld verdienen. Wenn wir da sicher unterwegs sind und diese teuren Filter immer wechseln müssen, diese Dämpferdinger da, diese Blitzdingsdämpfer. Weißt du was? Leck mich, Spiel. So. Warum ist denn das eigentlich so weit weg? Das ist ein riesen System hier, ne? Ist mir genau aufgefallen. Das müsste man eigentlich dann bei der Planung der Route berücksichtigen, dass man bei dem System hier ziemlich weit Sprit verbraucht. Wenn man das wirklich so richtig high-end-technisch professionell durchkalkulieren will, was hier die besten Routen und Strecken sind und so. Dann hoffe ich zumindest, dass wir da einen guten Schnapper machen können. Noch irgendwas gut verkaufen oder so. Das wäre ja dann im Idealfall nicht schlecht, ne? Und wir sind immer zu tief, wenn wir ankommen. Und das mit dem Salvagen, das würde ich gerne mal probieren. Und da stelle ich mir noch halbwegs ungefährlich vor, sagen wir mal. Ich glaube auch, dass die Höhlenreparatur mit jedem Patch, den wir anbringen müssen, teurer werden, ganz ehrlich. Okay, auf geht's. Aber wer bestellt denn eigentlich für 2000 Geldeinheiten? Noch mehr tolle Aufträge. In irgendwelchen Gebieten, in die ich jetzt irgendwie nicht möchte. Das hat mir irgendwie den Geschmack auf neue Gebiete verdorben. Ist die Frage, ob jetzt alle Gebiete in den Systemen diesen Malus haben oder das nur in dem Gebiet war und andere Gebiete vielleicht andere Mali haben. I don't know. So.
Das war wirklich zu hoch. Ich dachte, die wäre zu niedrig, aber jetzt war ich zu hoch. Vielleicht klappt es ja noch. Nö. So jedenfalls nicht. Dann muss ich einmal ganz runterdrücken. So. Und jetzt rückwärts. Immer nochmal 1900. Für 1000 Sprit und... Ach. Ja, I don't know. Wir müssen, glaube ich, erstmal Aufträge fliegen. Noch und nöcher. Jefferson Place klingt ein bisschen wie... Ach so. Ja, ja, da war ja was. Das müssen wir eben reparieren. Das klingt ein bisschen so wie Einkaufszentrum. Da könnten wir mal eben kurz gleich vorbeischauen. Wir können den nie wieder reparieren, ne? So viel kaputt geflogen. Andererseits, wenn wir überall diese Patches drauf machen, dann müssten die Stellen doch eigentlich dann irgendwann komplett dicht sein. Die sind dann Hammer kom... Also die... Der komplette LKW besteht aus Zusatzpanzerung, weißt du, was ich meine? Wie die Narben, ne? Die man von seinen Kämpfen im Leben zurückbehält. So. Ja, dann würde ich gucken, dass wir da jetzt handeln können. Pharmaceuticals, okay, ich erinnere mich, hier waren wir schon mal, ne? Nur von der, sind wir von, hä? Das war da oben eine Einbahnstraße dann, ne? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Hauptsache, wir können hier handeln. Das wäre schön. Ich würde wirklich gerne viel mehr so Handelszeugs dann machen, ne? Dass man, ja, Warenaufträge an, Commodity-Sachen einkauft und verkauft, ist, müsste eigentlich eine ganz gute Geldquelle sein. Wenn das blöde Docken nicht wäre. Das war ja später in X auch so, ne? Dass man dann so eine Ungefährzone hatte. Wenn man wollte, konnte man immer noch manuell docken. Aber man konnte es auch mit dieser Ungefährzone machen dann. Das war eigentlich ganz gut, fand ich. Wenn du nämlich... Das ist ja ein Minispiel hier, ne? Und ich glaube, es ist in allen Spielen so, Stichwort Weltquests und Co., wenn du eine Quest dann irgendwie zum 160. Mal gemacht hast, dann bringt die für dein weiteres Leben keine hinreichende Bereicherung mehr, als dass sie noch eine Existenzberechtigung hat, so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen das Ding, das ich mir dann immer überlege. Ja, mit ein bisschen Glück kriegen wir hier ein bisschen was. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, was wir noch dabei haben und was wir da verkaufen könnten. Chemikalien hätten die gerne. Das waren hier die Putzmittel. Die haben extra dafür mitgenommen, ne? Na siehste, guck mal. Immerhin etwas. So. Ach so, können wir da was mitnehmen? Ja, wir vielleicht mal gucken können. Arznei, nee. Blödsinn. Blödsinn ist gar kein Blödsinn.
Was haben wir noch für Services? Keine. Das heißt, wir können hier nur einen Auftrag annehmen. Und das war's. Dann machen wir das mal. Ist ja praktischerweise hier direkt um die Ecke rum. Ich bin von den Missionen, diesen Story-Missionen, bin ich natürlich jetzt gerade so ein bisschen kuriert, weil ich glaube, wir haben einfach zu früh sind wir in das Gebiet rein, oder ich habe was falsch gemacht, das kann auch sein, ne? Dass wir die vielleicht hätten irgendwie einschalten müssen, aber da war ja nichts zum Einschalten. Ich weiß es nicht. Ja, ich will gerade auch so eine größere, längere Mission annehmen. Die darf halt nur in bekannte Gebiete gehen, ne? Also diese Streuselkuchengebiete, da will ich gar nicht rein. In diese Blitzdingsgebiete. Da gefällt es mir nicht, da ist es nicht schön. So, gucken wir mal. Ach so, genau, das ist ja auch noch... Aber den müssen wir abholen. Mhm. Einsprung nach Emerald Junction. Ich krieg das. Warum? Just in time. Fernstrecke. Dreisprung ist Fernstrecke, okay. Just in time. Okay, dann müssen wir das machen. Emerald Junction. So. Also einfach wieder. Ach, wir sind in Purity, nicht in Onyx. Bruder, was ist denn los? Chemikalien. Ja, aber da kommen wir ja hin. Da können wir gegebenenfalls auch Textilien kaufen nochmal. So machen wir das. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen.